Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich 3 Reviews für euch zum Preis von einem Video. Und zwar habe ich hier 3 Sachen von Splitter, die ich besprechen möchte. Und mit dabei ist Black Hammer Band 1 Vergessene Helden. Dann habe ich noch Schlangengott Odins Tränen, auch der erste Band. Genauso wie der erste Band von Echo, Spiegelwelt New York. Und damit fangen wir eben an. Worum geht's? Vor allem um diese junge Protagonistin, Ludmilla heißt die, die zusammen mit einem ihr noch unbekannten Sitznachbar in einem Flugzeug sitzt. Juri heißt er, und die sind einfach auf dem Weg nach New York. Dann wird sie während des Fluges angesprochen von so einem Art kleinen Tier, das aber nur sie sehen kann. Und dieses Tier erzählt ihr, dass ihre Tante verstorben ist vor kurzem und sie doch nach New York kommen möchte, um das Erbe anzutreten, was die Tante ihr hinterlassen hat. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass Ludmilla sagt, okay, ja, meine Tante ist verstorben, aber schon vor vielen, vielen Jahren. Wieso sollte sie jetzt gerade verstorben sein und was sollte sie mir vererben? Das Tier verschwindet und dann verändern sich die Dinge. Es kommt so eine Art, ja, sowas wie ein Unwetter, währenddessen sich Ludmilla an Juri festkrallt. Blitze, Donner. Ja, und auf einmal sitzen die beiden nicht mehr in einem Flugzeug, sondern in einem Flugdrachen. Sind weiterhin auf dem Weg nach New York, kurz vor der Landung, aber nicht auf der Weg in unser New York, was wir ja so kennen, sondern eben in das New York der Welt Echo, dieser Spiegelwelt. Und auf dieser Welt ist alles so ein bisschen anders oder relativ oder viel anders als hier. Ist eben eine Welt, die so eine Mischung aus unserer Welt und aus einer Fantasiewelt ist. Es gibt da zwar eben, wie gesagt, New York, es gibt den Central Park und solche Sachen, aber es verläuft da alles anders. Viele, sowohl viele Menschen als auch viele eher seltsame Wesen leben da. Ja, auf jeden Fall verschlägt es Ludmilla eben dann doch dahin, wo sie auch hin soll. Sie soll das Erbe antreten, und im Laufe der Geschichte erfahren wir und sie eben, dass ihre Tante keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern umgebracht wurde. Das erfahren wir vor allem dadurch, dass von Zeit zu Zeit der Geist ihrer Tante sie, also sozusagen Besitz von ihrem Körper übernimmt und sie dann sich auf einmal so aufführt wie ihre Tante. Ja, und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, was ist denn mit der Tante passiert. Das ist so die grobe Handlung im ersten Band. Was mir super gefallen hat, ist eben, wie die Story aufgebaut ist. Sie ist durchaus spannend. Also wir haben ja hier so eine Art Kriminalfall auch. Wir erleben da zeitgleich eben eine ganz andere Welt lernen. Wir kennen, was sehr interessant ist. Und natürlich das Verhältnis zwischen Ludmilla und Juri, die sich ja nur zufällig in dem Flugzeug eben nebeneinander saßen und nur zufällig kennengelernt haben. Das wird hier eben auch ausgebaut. Wir lernen verschiedene Charaktere der Welt Echo kennen, was sehr interessant ist. Ist also sehr spannend zu lesen. Aber der ganz große Faktor für mich dafür zu interessieren, ich hatte ja die Gratis-Comic-Tag-Ausgabe, sind einfach diese wunderschönen Zeichnungen, die eben in diesem Stil, wie auch das Cover gestaltet ist, daherkommen. Und irgendwo würde ich die einordnen zwischen Realismus und Cartoon-artigen Zeichnungen. Die Bilder sind sehr detailliert, also man kann sich die stundenlang anschauen und findet immer mehr Details. Also es gefällt mir wirklich gut, also das ist einfach auch optisch eine super Sache, und die Geschichte funktioniert eben. Man muss dazu sagen, dass natürlich dieses Format dem Ganzen auch entgegenkommt. Bei solchen Zeichnungen, wenn du ein Großformat hast, in dem Fall eben ein Hardcover, ist das natürlich super schön. Hier hinten sieht man auch nochmal so ein paar Entwürfe.
Also es gibt auch Bonusmaterial. Ja, hat mich voll überzeugt. Hab ja hier auch Band 2 und 3 liegen. Werde ich natürlich dann weiterverfolgen können. Freue ich mich wirklich, dass ich das habe. Kann man den Leuten empfehlen, die auf ein bisschen mal abseits von Superhelden auf so eher europäische Sachen stehen und auf einfach auf schöne Zeichnungen und eine schöne Geschichte mit einem Ticken Kriminalismus, mit einem Ticken Fantasie und auch mit Humor gespickt sich durchlesen möchten. Das wäre das zu Band 1 von Eckel. Dann habe ich hier Schlangengott Odins Tränen. Da geht es im Großen und Ganzen um Elric, den, muss ich nochmal gucken, der Orkadier nennt er sich. Das ist eben dieser Krieger hier, der wird in Island angespült. Und die dort beheimateten Wikinger, also der wird bei einem Art Clan, von einer Art Clan gerettet. Die stellen natürlich sehr schnell fest, dass er eben hier, dass er das Zeichen Odins trägt und finden eben schnell heraus, dass er zu den berühmten, nennen die sich Tierkrieger zählt. Da gibt es, glaube ich, 3 Stück von, die den König sozusagen bewachen und mit erstaunlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, also übermenschlichen Fähigkeiten. Jetzt kommt eben heraus im Laufe der Geschichte, dass Elric sozusagen vom König verstoßen wurde. Warum das so ist, erfährt man hier eben dann auch zum Teil in Rückblicken. Also man lernt mehr aus seiner Vergangenheit kennen. Das andere Problem, was sich für ihn hier entwickelt, ist, dass er im Grunde hier so eine Art, ich würde nicht sagen Bürgerkrieg, aber so eine Art Krieg zwischen 2 Clans auslöst, die sich sowieso eher feindlich gegenüberstehen auf Island und praktisch mittendrin ist. Und jetzt muss er den einen helfen, weil er ja sozusagen das auch mit verschuldet hat. Ja, was wir hier bekommen, ist eine klassische Wikinger-Geschichte mit guten Zeichnungen, die das Ganze auch, also die einfach dazu passen auch. Gedeckte Farben haben mir gut gefallen. Dann ist die Geschichte eben, wie das so oft in so Filmen ist, ist es eben keine reine Wikinger-Geschichte, sondern auch, du hast eben auch diese Fantasy-Elemente drin, du hast diese Götter-Elemente drin, Odin und Loki spielen hier eine große Rolle. Und wer auf sowas steht, also in Richtung Conan, Barbaren und so, der ist hier auch mit auch gut aufgehoben, muss man sagen. Hat mir gut gefallen. Der erste Band ist auch, schließt auch einen ersten Zyklus, sozusagen einen ersten Arc ab, was ja auch ziemlich gut ist. Ist aber natürlich darauf ausgelegt, dass es weitergeht. Es gibt auch, glaube ich, schon den zweiten Band. Das müsste ich jetzt hier mal gucken. Nein, der ist in Vorbereitung. Also der zweite Band ist noch nicht draußen. Die Hauptgeschichte wird im Grunde hier abgeschlossen, aber natürlich, um mehr von Elric zu erfahren, wie geht es mit dem weiter, was steckt dann noch alles dahinter, ist natürlich dann sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte. Hat mich auch überzeugt. Dann als letztes, worauf auch viele warten und wovon ich schon viel, 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 viel Positives gelesen habe, ist natürlich die Serie Black Hammer. Hier der erste Band. Worum geht's in Black Hammer? Ja, es geht eigentlich um so ein ehemaliges Superhelden-Team, die in Spiral City hieß das, glaube ich, so eine Art großen Kampf gegen Antigott, eben so einen Feind, so einen übermächtigen Feind hatten. Und innerhalb dieses Kampfes verschlägt es sie auf einmal, werden sie auf einmal auf eine Farm in einer ländlichen Gegend transportiert und können diese Farm auf normalen Wege einfach nicht mehr verlassen. Also die können sich in der Stadt aufhalten, in dieser kleinen Stadt, die es da in der Nähe gibt, aber sie können nicht die Stadtgrenzen sozusagen, etwas außerhalb der Stadt, können sie nicht überwinden. Und der Band ist eben so aufgebaut, dass wir in Rückblicken immer mal erfahren,
Was hat es mit den einzelnen Teammitgliedern auf sich? Was haben die so erlebt? Also es wird immer zwischen Gegenwart und Vergangenheit umhergesprungen. Der Titelheld Black Hammer gilt als tot. Die Heldengruppe ist eben so der Redensführer der Gruppe, die hier sozusagen auf der Farm gestrandet ist, ist eben dieser Abraham, der so ein bisschen an Captain America erinnert, würde ich mal sagen. Überhaupt, das hat mir schon sehr gut gefallen, dass du hier natürlich eine ganz, von Jeff Lemire, hast du hier einfach eine ganz klare Hommage an das Superhelden-Genre an sich. Die Rückblicke spielen immer so ein bisschen das Golden Age nennt, also in den 30ern, 40ern, als sie auftauchten, als sie jung waren. Du hast eben viele Anleihen auf uns bekannte Helden. Du hast so einen Barbarian, oder wie der heißt, hier diesen Marsianer, der eben an Martian Manhunter erinnert. Du hast ein Mädel, die Gail heißt die, so eine 9-Jährige, deren sozusagen Superheldengeschichte ganz klar an Shazam angelehnt ist. Dann hast du eben diesen Ape, der so ein bisschen wie der alternde Captain America herkommt. Das heißt, es gibt viele Anleihen an DC und Marvel-Helden, die man so kennt. Die Geschichte an sich ist sehr ruhig geschrieben. Klar, es gibt Action-Szenen, vor allem in diesen Rückblicken, die sehr interessant ist. Man pro Heft, also hier sind ja 6 US-Hefte drin, pro Heft lernt man immer einen der Protagonisten näher kennen. Was war mit dem in der Vergangenheit? Wie geht's dem in der Gegenwart jetzt? Dann immer natürlich die Storyline, warum kommen wir hier eigentlich nicht weg? Wo sind wir hier eigentlich? Wieso? Also die leben seit 10 Jahren jetzt schon da. Wieso können wir den Ort nicht verlassen? Sind wir überhaupt noch auf der Erde? Sind wir auf einer Parallelwelt? Was ist überhaupt passiert? Was hier auch noch nicht aufgelöst wird? Wie gesagt, die einzelnen Ausgaben beschäftigen sich vor allem damit, dass du die Charaktere näher kennenlernst. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Artwork ist einfach auch passend irgendwo dazu. Das ist ja ein Künstler, Dean Ormston. Der hat, glaube ich, Judge Dredd und sowas gemacht. Ja, Jeff Lemire, weiß man ja, oder Lemire, der kann durchaus mit Superhelden umgehen. Die einzelnen Cover der US-Ausgaben sind auch sehr retromäßig angehaucht. Hat mich wirklich überzeugt. Muss aber auch dazu, also ist auch von den 3 jetzt das Beste so. Muss aber auch dazu sagen, dass ich von vielen Leuten gelesen habe, dass es absolut das Nonplusultra ist, dass sie sehr, sehr stark hypen. Ich habe irgendwo gelesen, es wäre das neue Watchmen, was alles verändern würde. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine gute Serie. Sie macht Spaß, sie hat diesen Retro-Faktor drin, sie spielt mit diesem Superhelden-Genre, sie hat setzt hier unglaublich auf Charakterentwicklung, dass man die Charaktere näher kennenlernt, wie kommen die miteinander klar. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Das gefällt mir sehr gut. Also ist schon eine gute Serie. Bei manchen ist es mir nur so ein bisschen überhyped, sage ich mal. Ne? Aber kann ich durchaus empfehlen. Also hat Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt auch hier weitere Bände liegen und werde da weiter dranbleiben. Wird es ja weitere Reviews auch geben. Ist eine schöne Sache, also superheldenmäßig ist man hier natürlich ganz gut aufgestellt, wenn man eben mal was anderes als Superman und Spider-Man und sowas lesen möchte, dann ist man hier gut aufgestellt. Wenn man sich in diesem Superhelden-Genre auskennt, in den Mainstream-Titeln, ist man hier auch gut bedient, weil es eben diese Anleihen gibt. Ja, da könnt ihr eigentlich als Superhelden-Fans nichts falsch machen. Das war es jetzt von mir. Diese Reviews hier, hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt ihr mir mal rein, was ihr davon gelesen habt, was euch davon interessiert. Schreibt mir das alles mal rein und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.